Ost-Berlin, Hauptstadt der DDR, Herbst 1989. Ein Staat in der Krise. 230.000 Bürger, mehr als im Jahr des Mauerbaus, sind 1989 bereits geflohen. Die Auflösungs- und Zerfallserscheinungen sind unübersehbar. Die Regierung Stoff ist zurückgetreten. Der Nachfolger, Hans Modrow, als Ministerpräsident designiert, aber noch nicht im Amt. Am 8. November beginnt die dreitägige Sitzung des SED-Zentralkomitees mit dem Rücktritt des Politbüros. Im Zentralkomitee ist die gesamte Partei und Staatsspitze vertreten. Ritual der Macht. Die Öffentlichkeit ist ganz auf diese Tagung und ihre Folgen konzentriert. Leitungsetagen und Ministerzimmer sind weitgehend verwaist. Die Parteiführung steht unter dem Druck der Straße, die politische Reformen fordert. Freie Wahlen, Zulassung von Oppositionsgruppen und vor allem Reisefreiheit. Der Morgen des 9. November. Reisen und Ausreisen sind für die DDR das Sicherheitsproblem Nummer 1. Wer reisen und ausreisen darf und wer nicht, dabei redet die Staatssicherheit ein gewichtiges Wort mit. Heute soll darüber neu entschieden werden. Für das Pass- und Meldewesen und damit für Reisen ist im Innenministerium Oberst Gerhard Lauter zuständig. Er wird an diesem Morgen zu seinem Minister gerufen. Der Minister musste außer Haus, aber mit dem SZK. Er rief mich noch mal zu sich und sagte, ich will bis gegen Mittag eine Regelung dem neuen Generalsekretär vorlegen. Damit war der Auftrag noch mal bestätigt und erteilt. Tja, und eigentlich musste die Arbeiten beginnen. Der Auftrag des Politbüros lautet, für den Ministerrat einen Entwurf zu erarbeiten zur Regelung der ständigen Ausreise aus der DDR. Übersiedlungen in die Bundesrepublik sollen ab sofort ermöglicht werden. An eine Erweiterung der allgemeinen Reisemöglichkeiten ist dabei noch nicht gedacht. Schon auf dem Rückweg im Gang vom Minister war klar, dass es eine so halbherzige Regelung ist, die vermutlich mehr Destabilisierung im Land bringen wird als die gewünschte Stabilisierung. Bilder vom Herbst 1989. Massenflucht über Ungarn und die CSSR. Die Grenze zur CSSR wird geschlossen. Das Ergebnis: Demonstrationen im ganzen Land. Der Entwurf eines Reisegesetzes stößt auf Ablehnung. In 30 Tagen um die Welt ohne Geld höhnen die Demonstranten. Ab dem 1. November setzt eine neue Ausreisewelle über die CSSR ein. Prag fordert den sofortigen Stopp. Ost-Berlin muss handeln. Liebe Genossinnen und Genossen, wir setzen die Beratungen des Zentralkomitees fort. Die Situation war eigentlich so, dass auf der Straße täglich neue Forderungen gestellt worden sind. Und wir mit unseren Gedanken, unseren Programmen, unseren Reden offensichtlich nicht dem entsprochen haben. Vier Offiziere beraten das Ausreiseproblem. Zwei Obristen der Staatssicherheit, der für Ausreisen zuständige Mann des Innenministeriums und eben Oberst Lauter. Schnell sind sie sich einig, dass künftig alle Beschränkungen bei Anträgen auf eine ständige Ausreise wegfallen sollen. Lauter aber gibt zu bedenken, dass es doch nicht sein könnte, dass die Leute, die das Land für immer verlassen wollen, das sofort können, aber diejenigen, die mal ihre Tante in Hamburg besuchen wollen und wiederkehren wollen, das nach wie vor nicht dürfen. Wir hätten die Leute weiter aus dem Land vertrieben und es hätte aus meiner Sicht zu einer tiefen weiteren Destabilisierung der politischen Verhältnisse, auch wirtschaftlichen Verhältnisse der DDR beigetragen. Um dies zu verhindern, sprengen die Offiziere ihren engen Auftrag. In ihren Entwurf schreiben sie als ersten Punkt, dass ab sofort Privatreisen für jedermann möglich sind. Wir haben also dann ganz bewusst, vorsätzlich müsste ich als Jurist sagen, die erweiterte Lösung hier konzipiert. Bei Stasi-General Niebling, zuständig für Ausreisen, soll heißen vor allem für deren Verhinderung, klingelt das Telefon. Sein Mann in der Arbeitsgruppe will die Bestätigung für die erweiterte Lösung. Meine Gegenfrage war, wenn es gewollt ist, dass alle Anträge auf Besuchsreisen und alle Anträge auf ständige Ausreisen genehmigt werden, dann bin ich einverstanden. Ein Risiko geht er dabei nicht ein. Der Entwurf verharrt im alten Genehmigungsdenken.
Erforderlich ist ein Reisepass, den die meisten erst noch beantragen müssen, und ein Visum. Der Ansturm soll sich auf die Pass- und Meldestellen verteilen. Wir waren ja bei der Konzeption geblieben, dass zwar jetzt alle reisen dürfen, aber auch noch beim Konzept, dass dazu ein Visum erforderlich ist, und wollten den Druck vorab, und das wäre sehr schnell und auch tatsächlich erteilt worden, dieses Visum, ohne weitere Prüfung. Aber wir wollten uns an bestimmte eingefahrene Formalitäten halten, eben um einen Run auf die Grenze zu verhindern. Schon am nächsten Morgen soll es losgehen. Über Nacht sollen die Dienststellen des Innenministeriums und der Staatssicherheit in die neuen Bestimmungen eingewiesen und die Mitarbeiter auf den erwarteten Massenansturm vorbereitet werden. Für die Presse wird deshalb eine Sperrfrist bis 4 Uhr früh festgelegt. Es wäre frühestens in den ersten Frühnachrichten der Rundfunksender rübergekommen, und ich denke nicht, dass es unter diesen Bedingungen zu dieser dramatischen Situation gekommen wäre, wie es dann eigentlich auch gekommen ist. Sitzung der Senatskommission Arbeitsplätze für Berlin. Gerüchte über die Arbeit an einer Reiseregelung erreichen den regierenden Bürgermeister. Da kam der Staatssekretär in der Wirtschaftsverwaltung, Jörg Rommerskirchen, an und sagte, von einem zuverlässigen westdeutschen Korrespondenten in Ostberlin habe ich gerade einen Hinweis bekommen, dass sie heute im ZK eine Reiseregelung beraten. Der Reiseentwurf wird per Kurier zum Ministerrat und ins Zentralkomitee gebracht. In einer Raucherpause der ZK-Sitzung befassen sich einige Mitglieder des Politbüros mit dem Entwurf. Die einzige Rückfrage: Ist das mit den sowjetischen Freunden abgestimmt? Denen hatte man 2 Tage zuvor lediglich die Absicht mitgeteilt, die Ausreise über die GSSR zu stoppen. Damals war die Rede von einem Loch in der Grenze, im Grenzendreieck zwischen der Tschechoslowakei, der DDR und der Bundesrepublik. Und diese Variante, eben diese Loch-Variante, hat man eben in Moskau besprochen. Es war von Anfang an klar, dass wir nichts dagegen einzuwenden haben, insoweit, dass die DDR das für möglich hielt. Aber die Fragen, das Problem von West-Berlin war nicht mit einbezogen. In der Mittagspause der ZK-Tagung trifft Krenz den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Johannes Rau. Wir haben nicht den richtigen Standpunkt, wir haben den hier. Es gab einen Punkt, da hatte Herr Rau mich gebeten zu einem Vier-Augen-Gespräch und wollte wissen, wer ist der Mensch Egon Krenz? Das war nicht ganz einfach für mich zu beantworten. Jedenfalls in diesem Moment ging mir durch den Kopf: Sagst du ihm jetzt, dass wir anschließend im Zentralkomitee die Reiseregelung beschließen wollen? Und dann habe ich mir gesagt, nein. Es soll eine souveräne Entscheidung der DDR bleiben. Am Nachmittag trifft Bundeskanzler Kohl zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in Polen ein. Dann war so ein Gefühl, ist es jetzt gescheit, nach Warschau zu gehen, bei dem, was sich in Ostberlin möglicherweise ereignet. Es gab viele Gerüchte. Aber wie das so ist bei solchen Besuchen, die waren lang festgelegt, ein nicht dorthin kommen zum angegebenen Termin wäre nun gerade klar gewesen. Egon Krenz informiert das Zentralkomitee über den vorliegenden Reiseentwurf. Euch ist ja bekannt, dass es ein Problem gibt, das uns alle belastet, die Frage der Ausreisen. Und was wir auch machen in dieser Situation, wir machen einen falschen Schritt. Der Genosse Willi Stoff hatte eine Verordnung vorgeschlagen, die ich jetzt hier doch verlesen möchte, weil sie solche Wirkung hat, dass ich das Zentralkomitee nicht ohne Konsultation lassen möchte. Regierungssprecher ist seit 2 Tagen Wolfgang Mayer. Die Reiseverordnung ist nicht mehr als ein Vorschlag. Ein Beschluss des Ministerrates liegt noch nicht vor. Dennoch beauftragt Krenz im Zentralkomitee den Regierungssprecher, die Veröffentlichung gleich vorzunehmen, und hebt damit eigentlich die Sperrfrist auf. Doch Mayer, der die Spielregeln kennt, hält sie weiter ein. Sperrfrist für den 10. November um 4 Uhr. Das waren die üblichen Sperrfristen, die für
Meldungen, Mitteilungen festgelegt worden sind, damit sie frühmorgens der Rundfunk und die Zeitung desselben Tages bringen konnten. Alles hätte also nach Plan laufen können. Hätte Egon Krenz das Papier nicht auch noch Günter Schabowski für seine Pressekonferenz zur ZK-Tagung in die Hand gedrückt. Ich habe ihm mein Exemplar der Verordnung, das ich vorgelesen hatte, gegeben und gesagt, du, das wird doch die Weltnachricht. Also ich gehe natürlich davon aus, dass einer, der zu einer solchen Pressekonferenz geht, sich dann auch das, was wir beschlossen haben, durchliest. Für eine gründliche Lektüre des Textes bleibt Schabowski in der Hektik keine Zeit. Von einer Sperrfrist weiß er nichts. Die Reiseregelung, so notiert er auf seinem Fahrplan, will er kurz vor Schluss bekannt geben. Ein folgenreicher Irrtum bahnt sich an. Der ehemalige Sitz des Internationalen Pressezentrums der DDR. Der italienische Journalist Riccardo Ehrmann hat sich am 9. November zur Pressekonferenz verspätet. Deswegen habe ich keinen Platz gefunden und sollte ich mich dann dort sitzen, in die Nähe von dem Tisch von Herr Schabowski. Über die heutige Arbeit des Zentralkomitees könnte man zusammenfassend sagen, sie ist bestimmt von einer sehr intensiven Erörterung des von Genossen Krenz gegebenen Berichtes. Am Ende waren wir alle gelangweilt von der typischen Monotonie eines kommunistischen Politikers, dessen Aussagen nach unserer Ansicht keiner Überprüfung standgehalten hätten. Zweimal hat Ehrmann sich bereits gemeldet. Kurz vor sieben kommt er schließlich zu Wort. Ich heiße Riccardo Ehrmann, ich vertrete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Herr Schabowski, Sie haben vom Fehler gesprochen. Glauben Sie nicht, dass es war ein großer Fehler, diesen Reisegesetzentwurf, das Sie haben jetzt vorgestellt vor wenigen Tagen? Nein, das glaube ich nicht. Wir wissen um diese Tendenz in der Bevölkerung, um dieses Bedürfnis der Bevölkerung zu reisen oder die DDR zu verlassen. Allerdings ist heute, soviel ich weiß, eine Entscheidung getroffen worden. Es ist eine Empfehlung des Politbüros aufgegriffen worden, dass man aus dem Entwurf des Reisegesetzes den Passus herausnimmt und in Kraft treten lässt, der wie man so schön sagt oder so unschön sagt, also die ständige Ausreise regelt, also das Verlassen der Republik. Schabowskis Wortwahl verrät, er weiß noch nicht, dass die Regelung jetzt auch Besuchsreisen umfasst. Eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Bitte? Ab sofort. Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Ich habe das später in der New York Times beschrieben. Es war, als hätte ein Signal aus dem Weltall den Raum elektrisiert. Die Reporter sahen sich alle an und fragten sich, habe ich richtig gehört? Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Wann tritt das in Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Sie hat nur BRD gesagt. Geht das noch in Berlin-West? Also doch. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. zu Berlin-West erfolgen. Auch Stasi-General Niebling verfolgt im Fernsehen die Pressekonferenz. Er telefoniert gerade mit dem Chef der Passkontrolle, wie die Reiseregelung am nächsten Morgen umgesetzt werden soll. Daraufhin sagte ich zum Generalmajor Fiedler, du kannst deine Anweisung jetzt wegtun, denn dein bester Mitarbeiter hat inzwischen schon verkündet, was losgehen soll. Was, hat er gesagt, das weiß ich doch gar nicht. Ja, ich dachte, er hat es gerade verkündet, dass sie zwar ein bisschen unverständlich, aber es ist eindeutig das gemeint. Sagt er, gut, dann müssen wir aufhören, dann müssen wir was anderes machen. Ja, ich habe Verwirrung im Pressezentrum. Vorsichtig aus, weil ich nun in dieser Frage nicht also ständig auf dem Laufenden bin, sondern kurz bevor ihr rübergab, diese Information in die Hand gedrückt bekam. Herr Schabowski, was wird mit dem Berliner Mauer jetzt geschehen? Ja,
Ich werde darauf aufmerksam, es ist 19 Uhr, es ist die letzte Frage. Ja. Was wird mit der Berliner Mauer? Es sind dazu schon Auskünfte gegeben worden im Zusammenhang mit der Reisetätigkeit. Die Frage des Reisens, die Durchlässigkeit, also der Mauer von unserer Seite, beantwortet noch nicht und ausschließlich die Frage nach dem Sinn, also dieser, ich sag's mal so, befestigten Staatsgrenze der DDR. Während die Journalisten Schabowski noch bestürmen, rätselnd, wie das mit den Privatreisen gemeint war, übertreffen sich die Presseagenturen bereits mit Eilmeldungen. Um 19.05 Uhr prescht AP vor, interpretiert Schabowskis Ankündigung als Grenzöffnung. Der Regierungssprecher sieht keine Chance mehr, gegenzusteuern. Das war raus, das war über Fernsehen raus. Darauf haben die Menschen gewartet. Das zu korrigieren hätte also ein Chaos ergeben, meines Erachtens. Das war unmöglich. Also so wie es dann gelaufen war auf der Pressekonferenz, musste man es laufen lassen. Ich musste davon ausgehen, wenn ich mich mit Krenz darüber verständige, und Krenz hat sich vorher mit dem Ministerratsmann verständigt darüber, dass der Fall erledigt ist. Also ich erfahre von ihm, das Ding ist klar sozusagen, und mache meine Pressekonferenz und bin damit der Verkünder und, wenn man so will, Inkraftsetzer. Welche Regelungen im Gefolge, also dieser grundsätzlichen Entscheidung, dann einsetzen würden, das war nicht meine Sache. Im Springer-Hochhaus ist Walter Momper bei einer Preisverleihung. Dann kam der Fahrer hoch und sagte, sollst du in der Senatskanzlei anrufen oder am besten gleich ins Rathaus Schöneberg kommen. Das war so kurz nach 19 Uhr und da war mir eigentlich klar, nun war die Situation da. Und in dem Moment kam dann der Chefredakteur der Berliner Morgenpost mit der dpa-Eilmeldung hoch und zeigte mir die. Die war ja ziemlich unklar. Und dann wurde es gleich organisiert, dass ich in den SFB gefahren bin, in die Abendschau, um das dort dann zu interpretieren. Ein Hauptschauplatz dieses Abends wird die Bornholmer Brücke. Schabowskis Worte sofort und unverzüglich treffen die Sicherheitsorgane unvorbereitet. Auch den diensthabenden Leiter der Passkontrolle. Bei dieser Formulierung blieb mir das Armbrot im Mund stecken. Ich brauchte zum Ausdruck, was soll das? Was ist das für ein geistiger Dünnschiss? Ließ das Armbrotessen stehen und begab mich sofort in den Bereich der Vorkontrolle Ausreise der Bornholmer Straße, um Oberst Ziegenhorn anzurufen. Ziegenhorn ist Jägers Vorgesetzter in der für Passkontrolle zuständigen Stasi-Abteilung in Berlin-Treptow. Ich sagte, was sollen wir tun? Oberst Ziegenhorn sagte, wart erst mal ab. Es gibt keine Ausreisemöglichkeit unter diesen Bedingungen. Die Fernsehnachrichtenspirale beginnt sich zu drehen. Über den heutigen Beratungstag informierte Günter Schabowski am Abend die internationale Presse. Dabei gab er auch einen Beschluss des Ministerrates zu neuen Reiseregelungen bekannt. Demzufolge können Privatreisen nach dem Ausland ab sofort ohne besondere Anlässe beantragt werden. Noch immer tagt das Zentralkomitee. Hier erregt anderes die Gemüter. Die DDR steht vor dem Wirtschaftsbankrott. Wenn man die Sache mit einem Satz charakterisieren will, dann muss man ganz sachlich sagen, dass wir mindestens seit 1973 Jahr für Jahr über unsere Verhältnisse gelebt haben und uns etwas vorgemacht haben. Wir haben im Zentralkomitee getagt, ohne dass uns jemand informiert hat, was Schabowski tatsächlich auf der Pressekonferenz gesagt hat. Momper missversteht Schabowski richtig. Wann, Herr Momper, glauben Sie, wird diese Regelung konkret in Kraft treten? Schon morgen, übermorgen? Praktisch ab morgen geht es los. Das bedeutet, praktisch für das nächste Wochenende werden wir schon viele Besucher haben. Alliiertenkontrollpunkt Checkpoint Charlie. Noch ist alles ruhig. In Sichtweite das Café Adler. Hier sitzen an diesem Abend Stammkunden aus der Nachbarschaft, Redakteure der alternativen Tageszeitung Die Taz. Also, ich komme vom Klo. Da steht hier einer. Eben hatte er noch versucht, mit seiner Redaktion Kontakt aufzunehmen. Offensichtlich Amerikaner. Und jetzt ist er dran. Und sagt doch tatsächlich Folgendes. GDR officials announced, the wall is no longer existing. Keine Mauer mehr. Ich bin aufgesprungen, bin hier durch die Grenze durch, am ersten Grenzer vorbei.
Der zweite guckte schon böse, der dritte näherte sich. Am zweiten wurde ich angehalten, was ich hier wolle. Ich hätte hier nichts verloren. Dann habe ich gesagt, die Grenze ist offen. Und dann sagte der, nee, nee, Quatsch, ich soll wieder gehen. Und der dritte sagte dann zu mir, nur für unsere Leute. Und da wusste ich, zu denen gehöre ich nicht. Und dann kamst du uns entgegen. Genau. Und ihr hattet sechs spendiert. Ja, und wir sind auch wieder durch die Sperre gegangen und sind bis zu dem Turm gekommen. Und da saßen zwei grinsende Grenzposten drin. Und ein Offizier kam über die Straße gelaufen. Und wir sagten zu ihm, jetzt stoßen wir an. Worauf er sagte, nein, im Grenzbereich wird nicht getrunken. Die Westler trinken ihren Sekt alleine. Dieses Foto geht am nächsten Tag um die Welt. Bildunterschrift, erste DDR-Flüchtlinge nach dem neuen Reiseerlass mit großem Jubel begrüßt. Die Fernsehnachrichten verstärken den Eindruck, als ob die angekündigte Reiseregelung eine bedingungslose Grenzöffnung sei. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den Worten von SED-Politbüro-Mitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen. Die Meldungen in den Medien haben hier die ersten Neugierigen angelockt, die es genau wissen wollen. Verlassen Sie das Grenzgebiet, wird ihnen bedeutet. Ein DDR-Bürger, der nur mal einen kurzen Ausflug über die Grenze machen will, erregt sich. Da wurde mir gesagt, mit dem Ausweis können Sie ständig ausreisen, ansonsten müssen Sie einen Pass haben und ein Visum. Ich sage, das ist ja wieder ein neues Paradoxum. Jetzt wird der wieder bestraft, der hier bleiben will. Ja? Also unglaubwürdig, ja, können die sich ja alle ja nicht mehr machen. Liebe Bürger, wir machen Ihnen eine Mitteilung über die Möglichkeit des Ausreisens der unmittelbaren Staatsgrenze zu Berlin-West und in die BRD. Es ist nicht möglich, Ihnen hier und jetzt die Ausreise zu gewähren. Massenverarschung ist das hier. Genau, dann hätte ich auch zu Hause bleiben können und pennen können. Ich habe daraufhin Obersignor wieder informiert, dass aus den 10, 20 Personen innerhalb von einer halben Stunde ca. 100 bis 150 oder 200 Personen geworden sind. Und bat ihn darum, eine Entscheidung herbeizuführen. Obersignor sagte, es gibt keine Weisung dafür. Ich sollte weiterhin Geduld üben und sollte die Bürgerinnen auch weiter beruhigen. Erst gegen 21 Uhr ist die ZK-Sitzung zu Ende. Alle sind ahnungslos, was sich inzwischen an der Grenze abspielt. Als ich noch mit anderen Freunden in einem Nebenraum des Tagungssaales saß, rief Mielke das erste Mal an und sagt, du, ich krieg hier gerade eine Information, es muss da irgendwas gewesen sein, ich weiß aber noch nicht genau was. Ich sagte ihm dann, ich gehe sofort jetzt in mein Büro, er solle sich sachkundig machen. Fieberhaft versucht die Bonner Stallwache an den Bundeskanzler heranzukommen. Kohls enger Vertrauter Eduard Ackermann hat schließlich den Kanzler am Telefon. Herr Dr. Kohl, halten Sie sich fest. Die DDR-Leute machen die Mauer auf. Sein erster Satz war, das darf doch gar nicht wahr sein, was Sie mir da erzählen. Jetzt tritt das ein, was wir alle jahrelang uns gewünscht haben. Es ist, Ackermann, sind Sie sich bewusst, dass das ein großer Augenblick ist, der dort stattfindet? Unsere wichtigste Überlegung war, wie kommen wir so schnell wie möglich jetzt weg? In Bonn berät der Bundestag gerade den Entwurf eines Vereinsförderungsgesetzes. Er unterbricht seine Debatte. Ich habe gerade noch einmal mit dem Bundeskanzler telefoniert. Lassen Sie mich Folgendes sagen. Die vorläufige Freigabe von Besuchsreisen und Ausreisen aus der DDR ist ein Schritt von überragender Bedeutung. Damit wird praktisch erstmals Freizügigkeit für die Deutschen in der DDR hergestellt. Mauer. Wenn man dabei sitzt und merkt, jetzt passiert Geschichte, dann ist es ein ganz merkwürdiges Gefühl. Und es ist ja dann ein sekundenlanges Zögern. Was machen wir jetzt? Und dann diese spontane Reaktion. Denn das Spontane ist eben das Wahrhaftigste. Und das ist auch nicht wiederholbar. Man ging nachher schweigend aus dem Saal und konnte eigentlich noch nicht fassen, was an diesem Tage, in dieser Stunde passiert war.
Ost-Berlin, Stadtzentrum. Diese Aufnahmen machte ein spanisches Kamerateam am 9. November. Noch sind die Straßen menschenleer. Im Zentralkomitee hat Krenz vergeblich versucht, Verteidigungsminister Kessler zu erreichen. Da ruft Mielke erneut an. Mielke war diesmal schon etwas aufgeregter und sagte also, dass wenn wir jetzt keine Entscheidung treffen, eine sehr komplizierte Situation entstehen könne. Ich habe gesagt, na, was schlägst du denn vor? Und da hat er geantwortet, Generalsekretär bist du. Ich hatte zu entscheiden, machen wir die Grenzübergänge so dicht, dass sie keiner stürmen kann und das hätte bedeutet Panzeraufwand. Oder lassen wir den Dingen freien Lauf. Ich habe mich dann dafür entschieden, wir lassen den Dingen freien Lauf und habe gesagt, also mach die Schlachtbäume hoch. Die Spitzenmilitärs fahren zu dieser Zeit vom ZK zum Verteidigungsministerium in Strausberg, östlich von Berlin. Der Minister hat eine Sitzung anberaumt. Von einem Befehl zur Öffnung der Schlagbäume erfahren sie nichts. Warum hat nicht sofort der Minister für Staatssicherheit über diese Weisung, die er vom Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates erhalten hat, den Minister für nationale Verteidigung informiert? Es hat keinen Befehl gegeben zur Öffnung der Grenze. Das bestätigt sowohl Generalleutnant Neimer als stellvertretender Minister, der in dieser Nacht Schwerstarbeit geleistet hat. Und ich kann das auch bestätigen, denn ich hätte den mit Sicherheit auch zur Kenntnis bekommen. Es gab keinen Befehl zur Öffnung der Grenze. Für mich war das, wenn ich es erstmal so ausdrücken darf, unverständlich, dass sich eine solche Situation entwickelt hat, wobei wir bei unzähligen Stabstraining, Stabsspielen und so weiter immer das Zusammenwirken und das Führungssystem erprobt haben. Und es hat bei diesen Übungen auch immer einwandfrei geklappt. Der designierte Ministerpräsident Hans Modrow erfährt auf dem Weg vom ZK ins Hotel durch einen Passanten erstmals von den Folgen der Pressekonferenz. Egon Krenz hat keinen Kontakt zu mir gesucht, denn er wäre ja derjenige gewesen, der es hätte tun müssen. Und ich selber habe auch keinen zu ihm aufgenommen, sodass eigentlich hier, so würde ich es bezeichnen, auch eine Art Machtvakuum entstanden ist und Entscheidungen vielmehr in unteren Ebenen mehr mit spontanem Charakter als aus einem Gesamtkonzept entstanden sind. Unter dem immer stärkeren Druck entschließt sich die Staatssicherheit für die Bornholmer Straße zu einem pragmatischen Schritt, der sogenannten Ventillösung. Obersiegmund halte mir folgende Weisung mit, dass wir provokatorische Personen, das heißt also Personen, die besonders in den Vordergrund traten, mit der Forderung ausreisen lassen sollten, und zwar unter der Voraussetzung, diesen Bürgern auf das Lichtbild den Passkontrollstempel aufzudrücken und ihnen die Einreise nicht mehr zu gestatten. Das heißt also, wir sollten die Bürger ausweisen. Die ersten auf dem Weg in den Westen. Das war auch eine Maßnahme, die getroffen wurde, um wenigstens ein kleines Stück Souveränität zu demonstrieren. Wir sind auch noch da. Es geht nicht nur darum, dass auf einer Pressekonferenz etwas gesagt wird und alles rennt. Die Kapitänin muss noch 35 Jahre warten. Und? Ach Mensch, ist einfach irre, das war von der anderen Seite zu sehen. Ganz super. Oh, na jetzt machen wir den. Jetzt. Warte, jetzt hätte man blauen, ja? Nur mit dem blauen. Nur mit dem Ausweis. Können wir. Den Ausweis rausholen, meint er. Ein Stempel auf der Lichtbildseite. Der junge Mann ist damit, ohne es zu wissen, ausgebürgert. Das ist so locker. Wir gehen wieder zurück. Wir haben unseren Jungen zu Hause. Also. Der schläft. Ach Mensch, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Über Presseagenturen und das Fernsehen erreichen den amerikanischen Präsidenten die Nachrichten aus Berlin. Ich erinnere mich, wie bei mir im Oval Office die ersten Berichte ankamen. Und dann rief ich die Presse ins Büro. Die Journalisten, darunter die bekannte CBS-Reporterin Leslie Stahl, mit der ich gut befreundet bin, fragten, warum teilen Sie nicht die Begeisterung, die wir alle über den Fall der Mauer empfinden? Ich war bewegt,
Aber ich wollte nicht, dass sich die Vereinigten Staaten über die Maßen einmischten. In dieser kritischen Situation wollte ich Herrn Gorbatschow nicht reizen und den Finger in die Wunde legen. Das wäre das Schlimmste gewesen, was wir hätten tun können. Egon Krenz will Rat bei Gorbatschow suchen, doch im Kreml brennt kein Licht mehr. Hier ist es bereits Mitternacht. Da war die sowjetische Zentrale natürlich nicht mehr bereit, eine Verbindung herzustellen. Zudem hätte ich sicherlich eine Verbindung bekommen, wenn ich gesagt hätte, wir stehen kurz vor einem Krieg. Aber ich wollte absichtlich die Sache nicht dramatisieren. Um diese Zeit herum rief mich unser Gesandter Michael Burton an, der zugleich mein Stellvertreter war. Er sagte, sie kommen über die Mauer. Und ich, einen Moment, Michael, bleib ruhig. Du meinst doch nicht die Russen, oder? Er sagte, nein. Es scheint so, dass sie die Kontrolle über die Mauer verloren haben. Sondersitzung des Senats in West-Berlin. Man will sich kurzfristig auf den Besucherandrang aus dem Osten vorbereiten, der für das kommende Wochenende erwartet wird. Doch dann sickern Informationen durch, dass die ersten Ost-Berliner schon rüberkommen. Die Reaktion in diesen ersten Stunden, unmittelbar nach der Maueröffnung, war eigentlich die, dass man nicht an eine anhaltende Grenzöffnung glaubte, sondern dass man zunächst dachte, da ist irgendetwas schiefgegangen und die DDR wird versuchen, das einzugrenzen und rückgängig zu machen. Vorbereitung auf den nächsten Tag auch bei der Stasi. Meldungen über den Ansturm in der Bornholmer Straße nimmt man nicht sonderlich ernst. Stasi-General Fiedler meint, seine Genossen beruhigen zu können. Wie ich meine Berliner kenne, gehen die um 23 Uhr ins Bett. Die Armeeführung weiß zu Beginn ihrer Sitzung nichts von den Vorgängen an der Grenze. Der Verteidigungsminister steht in der Kritik. Dann kommen Anrufe über Menschenansammlungen an den Übergängen. Doch die Runde streitet ungerührt weiter. Strelitz erkundigt sich bei Mielkes Stellvertreter Neiber. Er teilte mir Folgendes mit. Schabowski hat während der Pressekonferenz irgendwelchen Mist verzapft. Wir sind jetzt dabei, das zu klären. Ich versuche, meinen Minister zu erreichen. Wenn ich was weiß, kriegst du von mir Bescheid. Die Ventillösung bewirkt das Gegenteil. Der Druck auf den Übergang wird noch stärker. Die DDR-Bürger sagen jetzt, dass wir einige Personen ausreisen lassen. Der Grund dafür war für sie ja nicht klar. Die nahmen an, es geht jetzt los. Sie dürften also ausreisen. Wir mussten sie auch weiterhin daran hindern, weil wir nur Order hatten, nur einige Personen ausreisen zu lassen. Ich werde verrückt! Ich halte sie da! Auch an der Sonnenallee kommen die ersten Ost-Berliner an. Nur Ausweis. Und? Nur Ausweis. Darf ich das sehen? Aber sicher können Sie den sehen. Ja, und haben Sie einen Stempel, ne? Mal gucken, was los ist und so. Und dann Kudamm noch schnuppern, ja, genau. Ja. Am Checkpoint Charlie herrscht auf der Westseite spannungsvolle Erwartung. Doch auf der Ostseite bleibt es zunächst ruhig. Noch scheint die Welt am Brandenburger Tor in Ordnung. Grenzsoldaten mit Maschinenpistolen. Im DDR-Fernsehen ein später Versuch, die Entwicklung zu bremsen. Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen wie Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Also die Reisen müssen beantragt werden. Vorzeitig verlässt der regierende Bürgermeister den Senat. Die Westmedien eilen der Realität voraus. Ihre Berichterstattung entwickelt eine eigene Schubkraft. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Umgang mit Superlativen ist Vorsicht geboten, sie nutzen sich leicht ab. Aber heute Abend darf man einen riskieren. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. Die Tore in der Mauer stehen weit offen. Hier in der Invalidenstraße auf der anderen Seite haben die Grenzpolizisten offenbar diese Weisung noch nicht bekommen oder sie haben sie nicht verstanden. Aber an sehr vielen anderen Grenzübergängen, nicht nur in der Bornholmer Straße, wir haben es auch gehört von der Sonnenallee und vom Ausländergrenzübergang Checkpoint Charlie, ist es offenbar bereits möglich, mit dieser neuen Regelung völlig komplikationslos nach West-Berlin zu kommen. Robin Lautenbach live aus West-Berlin. Er war sich überhaupt nicht bewusst, dass er durch seinen berühmten Satz, meine Damen und Herren, die Mauern stehen weit offen oder so ähnlich war es, die Grenzübergänge stehen weit offen, dass er dadurch etwas losgetreten hatte in voller Breite.
Nach diesen Berichten gibt es für tausende Ost-, aber auch Westberliner kein Halten mehr. Von beiden Seiten beginnt jener Ansturm auf die Übergänge, der Passkontrolleure und Grenzer zum Rückzug zwingt. Ich habe da nochmal versucht, Obersingern anzurufen. Obersingern sagt es nach wie vor, die Weisung nach wie vor gilt, die Ausreise erfolgt nur für die Personen, die wir vorher festgelegt haben. So, das war das letzte Wort, das ich Obersingern gehört habe. Und als ich sah, was sich entwickeln könnte, dass unsere Mitarbeiter in der Enge, also praktisch in die Enge gedrängt worden sind und die Forderung immer stärker wurde von den DDR-Bürgern, habe ich mir entschlossen, alles aufzumachen und die Kontrollen ab sofort einzustellen. Soldaten bewachen den nördlichen Grenzabschnitt, in dem die Bornholmer Straße liegt. Um 23 Uhr sind alle Offiziere alarmiert. In dem Zimmer hinter mir saß der Kommandeur zu diesem Zeitpunkt, bin in das Zimmer gekommen und hat als erstes zu mir gesagt, ich soll mich mal hinsetzen. Die Lage an der Staatsgrenze, die so wie es bezeichnet wurde, kann ich mir im Fernsehen angucken. Ich soll mal, er hat den Fernseher in seinem Zimmer. Und hatte dort das ZDF laufen und dort haben wir gesehen, was sich auf der Bornholmer Brücke im Einzelnen abspielt. Was wird mit den Grenzsoldaten dort geschehen? Auf der Fahrt zur Bornholmer Brücke malt sich Oberstleutnant Stein schon das Schlimmste aus. Als wir versucht haben, von vorne noch ranzukommen, sind wir dann von hinten rangefahren und sind über die Brücke, Bornholmer Brücke, nach oben gegangen. Ja. Und dann richtig so fiel ein Stein von Herzen, dass der Posten voll okay war. Im Gegenteil sogar der Posten dort mit Blumen überschüttet und Geschenken voll mit Lippenstift an seinen Trabant stand. Hier sind Passkontrolleure und Grenzer zunächst entschlossen, den Übergang dicht zu machen. Sie holen Verstärkung heran, 45 Mann mit Maschinenpistolen. Doch als die Lage eskaliert, entscheiden sie, auf Unbewaffnete schießen, das machen wir nicht. Die Soldaten rücken ab. Der Übergang wird freigegeben. In Downing Street 10 arbeitet Sir Charles Powell, der engste Berater von Lady Thatcher, Tür an Tür mit der britischen Premierministerin. Wir standen den ganzen Tag über und auch am Abend in engem Kontakt. Zusammen verfolgten wir im Fernsehen, wie sich die Dinge entwickelten. Klar, wir waren über das, was da geschah, sehr erregt. Natürlich gab es auch Besorgnisse. Wir fragten uns, würde die Sowjetunion auch dieses Mal, wie zuvor in den anderen Ländern Osteuropas, einfach zuschauen und nichts tun? Das ganze Augenmerk des KGB hatte der ZK-Tagung gegolten. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel trifft ihn die Grenzöffnung. Nächtliche Sofortmeldungen nach Moskau bleiben ohne Resonanz. In den Korridoren des ZK begegnen Augenzeugen einem einsamen, verstört wirkenden Generalsekretär. Mit Egon Krenz konnte ich zumindest sehr sachlich und sehr ruhig reden, obwohl Egon Krenz, man spürte das richtig, unter der Last der Verantwortung, die auf ihn dort drückte, schon Nerven zeigte. Alexander Schalk, der mein Beauftragter war für die Verhandlungen mit der Bundesrepublik Deutschland, hatte mir vorgeschlagen, sofort eine Verbindung nach Warschau herzustellen, um mit Bundeskanzler Kohl zu vereinbaren, dass wir früh am 10. in Warschau eine gemeinsame Pressekonferenz durchführen.
Zu dem Zweck wollte er, dass ich in der Nacht noch nach Warschau fliege. Aber es war jetzt dringend notwendig, dass die ersten Repräsentanten der existierenden beiden deutschen Staaten in einem Direktkontakt die Situation einschätzen. Vielleicht wäre es richtig gewesen. Ich wollte dies nicht. Ich wollte dies nicht, weil ich erstens nichts hinter dem Rücken der Sowjetunion tun wollte. Und nun stellen Sie sich mal vor, was das für eine außenpolitische Wirkung gehabt hätte. Wie die sowjetischen Freunde damals reagiert hätten, wenn Krenz am Morgen des 10. mit dem Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, ausgerechnet auch noch in Warschau, eine Pressekonferenz macht und sagt, das, was wir hier heute Nacht gemacht haben, ist die gemeinsame Absprache zwischen Bundesrepublik Deutschland und DDR. Nein, das wollte ich nicht. Hier ist er, der jüngste Staatsbürger, der jetzt rüber geht. Heute 91 Jahre alt. Wir sind gleich ins Auto gestiegen und rüber. Wir sind eigentlich auf dem Weg hin, bloß da wird es über die Brücke so eng. Die Westberliner haben sich mehrere hundert Meter über den Kontrollpunkt in Richtung Osten hineinbewegt. Die DDR-Posten sind offenbar machtlos und können hier nichts mehr unternehmen. Die Situation an diesem Kontrollpunkt scheint bereits unkontrollierbar zu sein. Befehl für die Berliner Grenzregimenter: erhöhte Gefechtsbereitschaft. Dieses G oder erhöhte Gefechtsbereitschaft löst für mich einen Algorithmus von praktischen Handlungen aus. Und die waren eindeutig fixiert gewesen. Dazu gehört die Alarmierung aller Soldaten, die Ausgabe von Waffen und Munition, das Aufmunitionieren des schweren Geräts. Panzer und sämtliche Fahrzeuge sind startklar zu machen. Doch weitergehende Befehle bleiben aus. Die Offiziere vor Ort müssen selbst entscheiden. Ich hatte noch zur Kenntnis genommen, dass hunderte von Personen auf der Autobahn sich bewegen in Richtung der Grenzübergangsstelle. Und daraufhin bin ich dann zum Kommandeur und habe gesagt, ich erachte es als überflüssig, dass wir uns beschäftigen mit der EG, sondern wir müssen uns beschäftigen mit den Ereignissen an der Grenze. Der regierende Bürgermeister überschreitet die Demarkationslinie. Ermöglichen Sie, dass die Fahrzeuge hier durchkommen, auch auf der anderen Seite. Und bitte bewahren Sie trotz allem Disziplin. Ich muss Sie darum bitten. Ich dachte, wenn die vorne die Rolltore zufallen lassen und von hinten dann mit Bereitschaftspolizei reindrücken, dann kann das alles nur furchtbar werden. Längst ist dieser Übergang von Westberlinern bevölkert, die nun ihrerseits weiter vorrücken. Wir begrüßten die Autos dann immer mit den Rufen, wir wollen in den Osten. Und wir standen schon am letzten Schlagbaum, haben uns dann mit jedem Auto immer noch ein bisschen näher rangepirscht und sind dann auf ein nicht verabredetes Kommando losgelaufen und dann in den Osten eingedrungen. NBC baut auf. Wenig später wird die Kulisse zum Schauplatz. Das Undenkbare geschieht. Die ersten steigen auf die Panzermauer, den Betonwall vor dem Brandenburger Tor. Was macht sie so mutig? Die Präsenz der Medien, die Enthemmung, der Rausch dieser Nacht? Wir haben dann angefangen, an den Türen zu klingeln, zu den Fenstern hochzurufen. Und wir wollten die Leute motivieren, mit uns mitzugehen zum Alexanderplatz, um da eine Party zu machen. Aber es hat keiner aufgemacht. Die Leute haben wahrscheinlich noch tief geschlafen. Und wir sind dann ohne zusätzliche Begleitung dann Richtung unter den Linden gegangen. Am Weg die sowjetische Botschaft. Die ganze Nacht haben wir diese schlürfende Geräusche gehört. Das waren die Schritte der Leute, die sich zur Grenze begaben. Ehrlich gesagt war ich seit Schabowski-Konferenz verzweifelt. Meine Meinung war, es ist grob gesagt Hopfen und Malz verloren an dieser Regierung. Die Grenzwache am Brandenburger Tor ist mittlerweile verstärkt. Die Posten sehen sich plötzlich zwischen zwei Fronten. Wir wussten nicht, dass die Grenzen offen ist. Wir hatten immer noch den Eindruck, dass es mehr Provokationen waren von Westberlinern so, und auch von denen, die hier an der Absperrung standen.
die wir zu verhindern haben. Die letzten 50 Meter sind wir auf die Absperrung zugelaufen. Hinter der Absperrung standen etwa 4 Grenzpolizisten, die nicht wussten, wie ihnen geschah. Sie haben versucht, uns wild gestikulierend und schreiend in den Osten zurückzuschicken. Aber anstatt zurück sind wir dann über die Absperrung drüber gestiegen. Und im gleichen Moment sind aus den Katakomben links und rechts neben dem Brandenburger Tor zusätzliche Grenzpolizisten rausgelaufen. Eine Verstärkung, etwa 30 Leute, die sich dann zwischen uns und Tor aufgestellt hatten. Man musste eben starr da stehen, geradeaus und ein relativ neutrales bis grimmiges Gesicht machen. Wir sind dann langsam auf die zu. Die haben aber nur versteinert in die Ferne geguckt und wir sind dann links und rechts an denen vorbei und standen dann schon unterm Tor. Ich hörte noch aus dem Megafon die Aufforderung, die Mauer zu verlassen und registrierte auch so ein wie Wassermarsch. Es reichte mir jemand einen Schirm, eine Frau. Das war für mich die Aufforderung, auf der Mauer zu bleiben, habe den Schirm aufgespannt. Der Druck war so massiv für mich, dass ich schon dachte, ich rutsche jetzt von der Mauer. Und als die gesehen hatten, die Volkspolizisten, dass da auch noch Leute aus dem Osten kamen, haben sie sich umgedreht und auch unter das Tor reingespritzt. Überall Nebelschwaden, es war eigentlich eine witzige Situation. NBC Nightly News with Tom Brokaw. Tonight from West Berlin. Guten Abend, live von der Berliner Mauer in dieser geschichtsträchtigsten Nacht seit ihrem Bau. Hinter mir sehen Sie, wie die neue Politik gefeiert wird, die die ostdeutsche Regierung heute verkündet hat. Dort zu stehen, als die Mauer fiel, war für mich überwältigend. Ich dachte, vergeig das nicht, Brokaw. Sieh zu, dass du das hinkriegst. Die Story passiert direkt hinter dir. Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Warum sperrt ihr den Scheiß überhaupt noch ab? Die ersten Westberliner lassen sich vorsichtig auf die Ostseite hinunter. Der Bann des Todesstreifens ist gebrochen. Die Unantastbarkeit der Staatsgrenze, vor aller Augen geht sie verloren. Und runter! Hey, was ist los? Ist das westliche Dekadenz? Und runter! Sind dann mehr und mehr Leute aus dem Westen runtergestiegen und es hat sich dann eine richtige Party hier entwickelt. Der ganze Platz war dann voll von Leuten. Jeder weiß, dass der Brandenburger Tor ist ein Symbol von diesem Kalten Krieg. Niemals. Keiner haben das angepasst. Und nun, ich fasse jetzt an, zum ersten Mal in meines Lebens. Und das war eine Freude. Ich kann jetzt endlich diese Säule anpassen. Ende der Kollegiumssitzung. Strelitz konsultiert das sowjetische Hauptquartier in Wünsdorf. Armeegeneral Snetkov war immer ein höflicher Mensch, der seine Meinung ja immer höflich zum Ausdruck gebracht hat. Sinngemäß sagte er, das Wichtigste ist, ihr behaltet alles im Griff, dass es zu keinen schwerwiegenden Vorkommnissen kommt. Wenn ihr Hilfe, Unterstützung von uns braucht, dann sagt das. Wir sind zu jeder Zeit bereit, euch die notwendige Hilfe und Unterstützung zu gewähren. 28 Jahre war Checkpoint Charlie Symbol der Konfrontation zwischen Ost und West. Hier standen sich russische und amerikanische Panzer gegenüber. Hierher kamen amerikanische Präsidenten auf Staatsbesuch. Jetzt fluten auch hier die Berliner herüber und hinüber. Die Mützen der Grenzer werden zu Trophäen. Mit von der Partie das Wappentier Berlins. Bärin Paula zurück von ihrem ersten Ausflug nach Ost-Berlin. Ohne Pass und ohne Visum. Die Grenzer sind baff. Ich bin so happy, Waffen. Ich habe so viel
viele Freunde drüben und ich freue mich so, weil ich schwör's euch. So toll! Oh. Wegen West Berlin! Ah. Der Abgesang ist verfrüht. Am Brandenburger Tor formieren sich die bewaffneten Organe der Staatsmacht. Nein, das glaubst du doch wirklich. Das glaubst du doch wirklich. Ja. Reservekräfte sind eingetroffen. Über 500 Soldaten drängen zunächst die Ostberliner zurück. Auch der Vorplatz zum Westen hin wird geräumt. Die letzten Mauerspringer werden abgeführt. Ein DDR-Offiziersschüler klagt später: Die Massen haben gefeiert und gejubelt. Wir waren dagegen total frustriert, geschockt und am Boden. Wir fühlten uns absolut im Stich gelassen und waren fassungslos. Für viele war eine Welt zusammengebrochen. Wir haben ein Grenzkommando mit, viele dabei gehabt, die schon 1961 dabei waren, wo die Grenze errichtet wurde. Sprachlosigkeit, Ratlosigkeit. Und sie haben auch gefühlt, dass ihr Lebenswerk eigentlich, was sie sich vorgestellt haben, sie haben es betrachtet als zerstört. Was werden diese Bilder bei den sowjetischen Militärs auslösen? Wer wusste es? Wer? Kanzler Kohl wusste es nicht, ich wusste es nicht. Ich bin nicht sicher, ob Gorbatschow es wusste. Ganz sicher wussten Mitterrand und Margaret Thatcher es nicht. Wir alle wussten nicht, in welchem Maße dieses monumentale Ereignis den Stolz der sowjetischen Militärs, das nationale Empfinden des Sowjetimperiums verletzen würde. Das Imperium zerbröckelte, direkt vor ihren Augen. Wie würden sie reagieren? Ab 8 Uhr, meldet Radio DDR, wollen die Grenzorgane der geplanten Reiseregelung Geltung verschaffen. Die nächtliche Schlappe soll sich nicht wiederholen. Zwei Westberliner bei der Rückkehr aus Ostberlin. Die kontrollieren schon alles. Bis zum 8. haben sie gesagt und die machen nur Ausweiskontrolle schon. Noch immer kommen und gehen Ostberliner unkontrolliert über die Bornholmer Brücke in die neue Welt. Verlängerter Ausnahmezustand oder neue Normalität? Was haben Sie gemacht an der Reserve? Wir haben noch mal ein bisschen geguckt. Ich war vor 28 Jahren das letzte Mal auf der Prinzenallee. Da wollte ich mal wieder kicken. Ja, und Sie wollen schnell. Nicht an der Seite bleiben? Nee, meine Arbeit ist hier. Ich habe mich um 6.45 Uhr gemeldet. Egon Krenz stellte mir die Aufgabe, einen Befehl vorzubereiten für eine operative Führungsgruppe des Nationalen Verteidigungsrates. Das heißt, ein solches Durcheinander, wie es in der Nacht vom 9. zum 10. war, sollte in Zukunft vermieden werden. Arbeitsbeginn in Moskau, auch für den Korrespondenten der ARD. Als ich aus dem Haus runterkam, kam der Polizist, der immer der Wache stand und auch manchmal Leute wegscheuchte, die uns besuchen wollten. Der kam aus seiner Hütte da raus und sagte zu mir: Herzlichen Glückwunsch, Herr Ruge, zur Wiedervereinigung. Ich sagte: Wiedervereinigung ist das ja noch nicht. Wenn die Mauer weg ist, wir wissen noch gar nicht, wie es weitergeht. Ach, sagte, Wiedervereinigung ist natürlich klar, das konnte ja nicht so weitergehen. Bestürzung im ZK der KPDSU. Agenturmeldungen zufolge soll die Mauer gefallen sein. Was ist los in Berlin? Das sowjetische Außenministerium bemüht sich sofort um Informationen aus erster Hand. Die Frage aus Moskau lautete: Ist das eigentlich mit uns vereinbart worden? Meine Antwort war, da sollten Sie eben in Moskau lieber überprüfen. Wir sind nicht im Bilde. Auch der sowjetische Geheimdienst ist nicht im Bilde. Nervös, fast minütlich, verlangt die Moskauer KGB-Zentrale Meldungen über die Lage.
Nach wie vor keine Kontrollen. Der amerikanische Stadtkommandant will wissen, wie es in seinem Sektor weitergeht. Nothing changed. Nichts änderte sich. Ich ging zu einem DDR-Grenzer und fragte, ich habe gehört, dass ab 8 Uhr nur noch Leute mit einem Visum durchgelassen werden. Er antwortete, es ist gelaufen. Visa, no visas, Max next. Das Mauer ist weg. It's over. Die Nachfragen aus Moskau werden energischer. Und dann kam die Anfrage schon vom stellvertretenden Außenminister an den Botschafter. Da wurde die Sache vom Botschafter übernommen. Botschafter Kotschemassow hat die Nacht verschlafen. Aufgestört verlangt er nun Auskunft von Egon Krenz. Und er doch in einem sehr ernsthaften Ton zu mir, also Genosse Krenz, in Moskau ist man empört oder ist man verwundert, glaube ich, hat er gesagt, ist man verwundert. Ich führte das Gespräch auf ohne Dolmetscher. Ist man verwundert über die Situation, wie sie sich heute Nacht an der Berliner Mauer entwickelt hat. Und nun wollte ich natürlich nicht klein beigeben und sagte, aber Genosse Kotschemassow, das war doch mit euch abgestimmt. Mit dieser Ausflucht endet das Gespräch. Die ZK-Tagung ruft. Genossinnen und Genossen, wir setzen unsere Beratung fort. Mit keinem Wort geht Krenz auf die Ereignisse der Nacht ein. Ich glaube, das ist wie bei einem Unfall. Man hat einen Schock. Und in diesem Schock nimmt man Dinge wahr, ohne dass man den Schmerz spürt. Erneut klingelt im Arbeitszimmer von Krenz das Telefon. Kotschemassow war dran und sagte sinngemäß, Moskau ist über unsere Handlungsweise in der Nacht gegenüber West-Berlin verstimmt. Im Interesse der Aufrechterhaltung der guten Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der DDR wäre es notwendig und zweckmäßig, sofort ein Telegramm von Egon Krenz an Michail Gorbatschow zu schicken, wo wir unsere Handlungsweise begründen, damit Gorbatschow offiziell von der DDR über diese Maßnahme informiert wird. Krenz telegrafiert an Gorbatschow. Größere Menschenansammlungen hätten die Ereignisse der Nacht erzwungen. Doch seit 6 Uhr früh, fügt er beruhigend, aber wahrheitswidrig hinzu, sei die Kontrolle wiederhergestellt. Zum Schluss die Bitte an den Kreml-Chef in Verbindung mit den drei Westmächten, die Ordnung in Berlin aufrechtzuerhalten. Die Hiobsbotschaft vom dramatischen Grenzeinbruch am Rande des Imperiums, sie hatte den sowjetischen Parteichef spät erreicht. Davon, was in der Nacht vom 9. zum 10. passierte, erfuhr ich am 10. November morgens aus den Mitteilungen des Botschafters. Ich fragte ihn, was die DDR-Führung unternahm. Und er fing gleich selbst an zu erzählen und berichtete von der Pressekonferenz Schabowskis. Er teilte mir mit, dass sie alle Übergänge an der Mauer geöffnet hätten. Ich sagte, dass sie richtig gehandelt hätten und bat ihn, dies zu übermitteln. Außenminister Shevardnadze telefoniert vor der Politbürositzung mit Gorbatschow. Wir sprachen verschiedene Varianten durch. Nur eine einzige schlossen wir aus. Die Variante der Gewaltanwendung. Besonders unerwartet kam das Geschehen für mich nicht mehr. Aber im Fernsehen zu verfolgen, wie die Deutschen sich verhielten, wie sie in dieser Situation ihre Gefühle zeigten, das überzeugte mich ein weiteres Mal, dass die Frage der Vereinigung der Deutschen schon auf die wichtigste politische Ebene, auf die Ebene des Volkes selbst übergegangen war und dass die Politik sich jetzt am Volk orientieren musste. Um die Krise nicht zuzuspitzen, will Moskau dem Genossen Krenz den Rücken stärken. Ein neuer Anruf. Kotschemassow sagte mir dann, also Genosse Krenz, ich soll Sie herzlich grüßen von Michail Sergejewitsch. Und er und die sowjetische Führung beglückwünschen Sie zu dem mutigen Schritt, heute Nacht die Berliner Mauer geöffnet zu haben. Das waren also innerhalb einer kurzen Zeit
zwei ganz unterschiedliche Mitteilungen, die also darauf schließen ließen, in Moskau war man sich offensichtlich nicht einig. Lange Schlangen vor den Meldestellen, Disziplin im Chaos. So hatten sich die DDR-Bürokraten die Umsetzung der Reiseregelung vorgestellt. Reisen auf Antrag mit amtlicher Genehmigung. Natürlich nicht als Behördengang in der Arbeitszeit. Der Kanzler will seinen Polenbesuch unterbrechen. Das Versäumnis Adenauers beim Bau der Mauer soll ihm nicht passieren. Es war mir völlig klar, dass ich so schnell wie möglich nach Berlin wollte. Und da stieß ich ja auf eine totale Ablehnung bei unseren Gastgebern, und zwar bei allen, ohne Ausnahme, weil sie das eigentlich zu dramatisch alles sahen. Es war eine psychologische Lage, die ganz ungut war, und ich habe richtig in dieser Situation gelitten. Mein ganzes Gefühl hat mir gesagt, dies ist der Platz und die Stunde, wo der Bundeskanzler in Berlin sein muss. Die britische Premierministerin begrüßt den Sieg der Freiheit. Ihre Sorge über mögliche Folgen, eine Destabilisierung Gorbatschows und die Wiedervereinigung Deutschlands, behält sie noch für sich. Ich glaube, es ist ein großer Tag für die Freiheit. Ich habe die Ereignisse in der letzten Nacht und heute Morgen im Fernsehen verfolgt. Wenn man diese Bilder gesehen hat, die Freude in den Gesichtern der Menschen, weiß man, was Freiheit für sie bedeutet. Man versteht, dass die menschliche Sehnsucht nach Freiheit nicht zu unterdrücken ist. Sie sprach auch davon, wie wichtig es sei, Schritt für Schritt vorzugehen. Unser allererstes Ziel war, dass in Ostdeutschland eine demokratische Regierung gebildet wird. Die Wiedervereinigung lag für uns noch in weiter Ferne. Präsident Mitterrand reagiert entsetzt im internen Kreis. Niemals könne Gorbatschow diese Entwicklung akzeptieren. Man spiele mit dem Weltkrieg, ohne es zu merken. Beim Staatsbesuch in Dänemark verbirgt er seine Beunruhigung. Wir verlassen die etablierte Ordnung. Und wir können die neue Ordnung noch nicht vorhersagen. Sie zeichnet sich noch nicht ab. Zweifellos werden wir eine Zeit ohne Gleichgewicht erleben. Ich glaube, dass in seinem Kopf schon alles feststand. Ein, zwei Jahre vorher, von dem Moment an, als er überzeugt war, dass Gorbatschow den Dingen ihren Lauf lassen würde, hat er schon alle Folgen vorausgesehen. Der Krisenstab, die operative Führungsgruppe des Nationalen Verteidigungsrates, bekommt die Lage nicht in den Griff. Die Schockbilder der Nacht setzen sich fort. Menschentrauben auf der Mauer, Kamerakräne dahinter. Alles wartet auf eine Entscheidung, ein Showdown vor den Augen der Welt. Die Lage hat sich in der Hauptstadt, in Suhl und in anderen Städten äußerst zugespitzt. Es macht sich Panik und Chaos breit. Arbeiter verlassen Betriebe. 100 Werktätige haben im VW Elektromechanik Kaulsdorf aufgehört zu produzieren. Im Berliner Glühlampenwerk steht die Produktion. Überstürzt wird die ZK-Tagung abgebrochen. Ich habe in dieser Situation vom Verteidigungsminister den Befehl erhalten, Generaloberst Stechbart, dem Chef der Landstreitkräfte, die Weisung zu erteilen, für die 1. Motschützendivision in Potsdam und das Luftsturmregiment 40 die erhöhte Gefechtsbereitschaft auszulösen, mit dem Ziel, bei Notwendigkeit als Motschützenkräfte in Berlin zur Verstärkung der Grenztruppen eingesetzt zu werden. Alarmiert werden damit zwei im Stadtkampf ausgebildete und mit modernster Kriegstechnik ausgerüstete Eliteeinheiten der NVA, rund 10.000 Mann stark. Freitag, 10.11. Ab 14 Uhr erhöhte Alarmbereitschaft, die Waffen werden verladen. Angst, Angst vor dem Bruderkrieg, Angst vor der Entscheidung, müssen wir ans Brandenburger Tor? Wenn ja, so werde ich mich auf jeden Fall nicht missbrauchen lassen, komme was wolle. Hans-Christian Kartenhusen, damals 20, erst 9 Tage Soldat. Panzer und Artilleriegeschütze werden gefechtsbereit gemacht. Die Soldaten erhalten scharfe Munition.
Wir haben gesagt, ja, wir sind noch nicht vereidigt worden, wir sind noch nicht an der Waffe ausgebildet worden, wie soll das gehen? Und da wurde uns halt gesagt, tja, also wenn es hart auf hart kommt und es halt dringend wird, dann werden wir notfalls noch schnell auf dem LKW halt an der Maschinenpistole ausgebildet im Schnelldurchgang. Wallfahrt zu den Konsumtempeln. Herumflanieren mit zwiespältigen Gefühlen. Das Staunen und der Schock. Weltgeschichte als Verwaltungsproblem. Die Bonner Beamten sind gefordert. Die erste Frage war Begrüßungsgeld. Ganz praktisch. Auszahlen am Sonntag. Das muss man ja in Westdeutschland erstmal denken. Sie haben Ladenschlussgesetzgebung und solche Dinge, nicht? Öffnungszeiten von Postämtern. Also wer zahlt Begrüßungsgeld aus? Wie organisieren wir das? Aber dann natürlich die andere Frage, wie werden die Menschen versorgt? Wie können sie ihr Begrüßungsgeld ausgeben? Also Ladenöffnungszeiten, wie werden sie verpflegt, wie wird das alles organisiert? Bis hin zu solchen Fragen wie, es kommt einem heute lustig vor, aber es war gar nicht so uninteressant, wo kriegen wir genügend Mischung an den Autobahntankstellen her, um all die Trabis, damit die nicht auf den Autobahnen liegen bleiben? Willy Brandt. Als die Mauer gebaut wurde, war er regierender Bürgermeister. Hilflos musste er mit ansehen, wie Betonpfähle eingerammt, Stacheldraht gespannt, Familien getrennt wurden. Jetzt geht sein politischer Traum in Erfüllung. Die Menschen müssen einander wieder frei begegnen können, nicht nur mal für ein paar Tage, sondern überhaupt. Die Mauer kriegen wir heute noch nicht weg, aber es dauert nicht mehr lange. Ohne Visum links, mit Visum rechts. Wie viel? Ohne Visum links. Wie viele Personen haben Sie gesehen seit heute Morgen? Vier. Vier? Sehr viel. Tausende? Ja, Tausende, ja. Tausende. Ohne Visum links, mit Visum rechts. Ohne Bürger der DDR, die zu Besuch in West-Berlin sind, erhalten das Begrüßungsgeld von 100 D-Mark auch an jeder Sparkassenfiliale. Zehntausende versammeln sich zu einer Kundgebung, die um 17 Uhr beginnen soll, während in Ost-Berlin die SED ihre Anhänger für 18 Uhr mobilisiert. Mit Pfiffen werden Bundeskanzler Kohl und seine Begleiter von den Anhängern des rot-grünen Senats empfangen. Über beide Veranstaltungen unterrichtet, befürchtet im fernen Moskau Gorbatschow Zusammenstöße. Eine Botschaft an den Kanzler wird entworfen. Er soll nicht zulassen, dass die Lage unbeherrschbar wird. Gleichzeitig warnt Gorbatschow die Westmächte davor, die Existenz zweier deutscher Staaten in Frage zu stellen. Man musste diese Entwicklung mit politischen Mitteln lenken. Und man musste vermeiden, dass chaotische Ereignisse uns überrollen und uns in eine nicht vorhersehbare Situation führen würden. 28 Jahre lang seit dem Bau der Mauer am 13. August 1961 haben wir diesen Tag herbeigesehnt und herbeigehofft. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. Während der Kundgebung wird Kanzlerberater Teltschik im Rathaus ans Telefon gerufen. Der sowjetische Botschafter Kwisinski übermittelt die Botschaft Gorbatschows. Kohl wird sofort von Teltschik informiert. Noch während der Rede Willy Brandts rätseln die beiden im Hintergrund, ist die Botschaft Gorbatschows eine besorgte Anfrage oder eine versteckte Drohung? Und ich glaube auch, dass diese spezielle Anfrage schicksalhaft war. Denn heute wissen wir ja, dass die Staatssicherheit der DDR und Teile der Führung ihren sowjetischen Freunden gewaltige Szenarien entwarfen, wie hier die Ordnung zusammenbricht und wie sowjetische Einrichtungen und Personen, Soldaten beispielsweise, womöglich in erhebliche Mitleidenschaft gezogen würden, dass ihre Sicherheit nicht mehr garantiert sei. Und dass natürlich der KGB
die Anregung seiner Schwesterorganisation vom Stasi in diesem Sinne an Gorbatschow weitergegeben hat. Liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Landsleute in der DDR und in der Bundesrepublik Deutschland. Als ich dort von der deutschen Einheit sprach, bin ich ja barbarisch ausgepfiffen worden. Und ausgerechnet dieses Bild und dieser Ausschnitt lief ja dann rund um die Welt. Kohl ändert seine Rede, reagiert direkt auf Gorbatschow. In einer großen Bewährungsprobe. Klug handeln heißt jetzt, radikalen Parolen und Stimmen nicht zu folgen. Während weiterhin Hunderttausende über die offene Grenze pilgern, versammelt Egon Krenz das letzte Aufgebot. Soeben, liebe Genossinnen und Genossen, vor einigen Stunden ist die 10. Tagung des Zentralkomitees unserer Partei zu Ende gegangen. Sie hat ein Aktionsprogramm beschlossen. Und wenn ich mir die Losungen hier anschaue, klare Köpfe, fleißige Hände, das braucht die Wende. Viele Hände braucht das Land. Wir sind dabei, nicht meckern, sondern ackern. Genau das ist auch der Sinn unseres Aktionsprogramms. Ein Programm für unsere Partei, um Vertrauen im Volk wiederzugewinnen. Es gibt kein Zurück mehr. Die DDR kündigt die Öffnung von 10 neuen Übergängen an. Die Glienicker Brücke nach Potsdam ist der erste. Der Kanzler an der Gedächtniskirche. Schön, ne? Wo kommt der Zweite her? Er wiederholt seine Mahnung zur Besonnenheit. Das ist für uns alle ein glücklicher Tag. Und ich hoffe nur, dass alle viel Vernunft jetzt bewahren, damit wir auf eine vernünftige Weise den gemeinsamen Weg in die Zukunft finden. Die sowjetische Botschaft erreicht ein Anruf des Außenministers. Schewarnadze hat eigentlich angerufen, um den Botschafter zu beruhigen, um ihm zu sagen, dass in Moskau kein Ärger über seine Untätigkeit oder auch kein Ärger über die Handlungen der DDR besteht. Er hat gesagt, dass Margaret Thatcher Michail Gorbatschow angerufen hat und war sehr ungehalten über die Position von Kohl, die er gleich von der deutschen Einheit gesprochen hat, dass Thatcher auch François Mitterrand angerufen hat und auch ihn getadelt hat für seine Bereitschaft, die deutsche Einheit zu akzeptieren und so weiter. Und dann am Ende, wie nebenbei, war der Satz gefallen, also bitte sieh mal, was sich bei der Westgruppe tut. Wir haben Informationen, da bewegt sich was. Stellen Sie sich vor, ein geografisch ziemlich kleines Gebiet wie die DDR. Heute ist es allgemein bekannt. Auf diesem Territorium waren zigtausend Panzer, schwere Artillerie und Hunderttausende von gut ausgebildeten und bestens ausgebildeten Soldaten, Offizieren und Generälen konzentriert. Diese Kräfte waren imstande, jeglichen Widerstand niederzuschlagen und jeden Gegner zu überwältigen. Aber zur Ehre der damaligen sowjetischen Führung muss man sagen, dass sie einen solch abenteuerlichen Schritt gemieden hat, weil das der Anfang eines Dritten Weltkrieges gewesen wäre. Die Botschaft hat sofort den General Snetkov angerufen, den damaligen Oberkommandierenden,
Und Snetkov hat natürlich mit Vehemenz gesagt, dass keine Bewegungen, also nichts geschieht. Und ohne sein Wissen oder ohne sein Kommando überhaupt nichts geschehen kann. Vielleicht hat der eine oder andere gehofft, das würde ich ja nicht ausschließen, dass dieser militärische Schutz durch die Sowjetunion erfüllt wird. Ich glaube, das wäre für unsere weitere Zukunft nicht nur in Deutschland sehr verhängnisvoll geworden. Außenminister Baker erhält einen Anruf aus Bonn. Die Sekretärin von Herrn Genscher war am Apparat. Sie sagte, Gott segne Amerika. Danke, Sir, für alles, was Sie für Deutschland und das deutsche Volk seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges getan haben. Premiere an der Bernauer Straße. Pioniertechnische Einheiten der DDR-Grenztruppen, spezialisiert auf den Mauerbau, schlagen die erste Bresche für einen neuen Übergang. Bauer von Berlin-West, wir bitten Sie im Interesse des Ablaufs der Eröffnung der neuen Grenzübergangsstelle vor sich zu weiten zu lassen und nicht durchzudrängen. Nach Kohls Rückkehr beginnt die Telefondiplomatie. Der Kanzler spricht mit Margaret Thatcher, anschließend mit Präsident Bush. Dies war doch eine Situation, da konnte man doch nicht schlafen. Da konnte man doch, das konnte man doch mit Händen zu greifen. He was obviously elated, but he didn't want to overreact. Kohl war offensichtlich hoch erfreut. Aber zugleich wollte er nicht überreagieren. Er hoffte, dass der Flüchtlingsstrom nun versiegen würde und die Ostdeutschen nach einem Besuch im Westen in ihre Heimat zurückkehren würden. Er hoffte außerdem, dass Krenz Reformen auf den Weg bringen würde, war aber sehr skeptisch, ob er es wirklich täte. Es war ein die Vollendung eines Traums. Und da schlafen Sie nicht drüber ein. Ausgelassene Stimmung vor und auf der Panzermauer. Dahinter die Sicherungskette der Grenzer. Und deren Nerven sind äußerst angespannt. 3000 West-Berliner, teilweise alkoholisiert, auf der Mauerkrone am Brandenburger Tor. Bis zu 400 Personen heruntergesprungen auf dem Pariser Platz, die Grenzorgane der DDR höchst verunsichert, hatten Hunde herbeigeführt und Wasserwerfer, um der Situation dort Herr zu werden. Ein massiver Einsatz von Wasserwerfern gegen diese Übermütigen hätte zu einer Panik, vielleicht zu Toten führen können. Letzte Vorbereitungen zur Öffnung des neuen Grenzübergangs. Lagebesprechung beim Kanzler. Telefonate mit Mitterrand, Krenz und Gorbatschow werden vorbereitet. Für uns war klar, dass ein unerhörter Zeitabschnitt von Chancen da ist, aber auch ein unerhörter Zeitabschnitt von Gefahren. Wenn man jetzt das richtige Wort nicht findet. Er war sehr angespannt in diesen Tagen. Das hat sich erst wieder gelöst, haben die Kollegen mir dann erzählt, als er jetzt wieder zurück war in Polen und die Reise dann zu Ende geführt. Drei Mauerbreschen hintereinander. Wo im August 1961 die Menschen aus den Fenstern in den Westen sprangen, hatte die DDR ihr Volk gleich dreifach eingemauert. Das Visum hat nur noch symbolischen Wert. Niemand wird zurückgewiesen, keiner kontrolliert. Ankunft im Westen als Bittsteller. Schlange stehen fürs Begrüßungsgeld. Die DDR steht vor der Pleite, kann ihren Bürgern nur einmal pro Jahr 15 D-Mark mit auf die Reise geben. Vergessen Sie
Die Panzermauer, am frühen Morgen friedlich geräumt. Nach dem nächtlichen Hämmern und Meißeln der Mauerspechte beginnt nun ein gefährliches Happening. Eine Abrissaktion löst auf der Ostseite hektische Aktivitäten aus. Minutiös wird über Telefon ins Verteidigungsministerium gemeldet. Jetzt senkt sich das Element, jetzt ist es gefallen. Uns war klar, wenn es gelingt, diese zwei Elemente herauszureißen, dann war die Lage am Brandenburger Tor noch komplizierter. Dann gab es also praktisch überhaupt nichts mehr und hätte jeder gehen können, also wie er wollte. Jetzt ist es die Westberliner Polizei, die zwischen die Fronten gerät. Eine Mischung aus Wortgeplänkel, Agitation und Diskussion zwischen Ost und West. Umgerechnet für 25 Pfennig bei uns einkauft. Und dann ein ungewöhnliches, unpopuläres Manöver, das die Lage entschärft. Die Westberliner Polizei schützt die Mauer. Der Damm ist längst gebrochen. Hier wird er noch einmal geflickt. Verteidigungsminister Kessler befürchtet weiterhin einen Sturm auf das Brandenburger Tor. Er ist offenbar bereit, militärisch einzugreifen. Telefonat aus seinem Büro mit dem Chef der Landstreitkräfte. Kessler fragt: Bist du bereit, mit zwei Regimentern nach Berlin zu marschieren? General Stechbart ist entsetzt. Er befürchtet ein Blutbad bei einer Truppenbewegung mit Panzerkolonnen. Ist das eine Anfrage oder ein Befehl? Es muss doch andere Mittel geben. Der Minister: Du kriegst Bescheid. Dann legt er auf. Sondersitzung des Bundeskabinetts, unterbrochen durch ein Telefonat des Kanzlers mit Egon Krenz. Über dessen wichtigstes Anliegen, schnelle Finanzhilfen für die DDR, will Kohl jedoch nicht sprechen. Er hatte sich natürlich gefreut, hat sich bedankt für die Öffnung. Hat also damit auch akzeptiert, dass dies eine Entscheidung der DDR war. Es war Geplänkel. Der Bundeskanzler Kohl wusste zu diesem Zeitpunkt, dass er die Schlacht für die Bundesrepublik Deutschland gewonnen hatte. Wir wussten von sowjetischer Seite, dass Herr Krenz den bevorstehenden SED-Parteitag nicht überleben werde. Und es gab keinen Sinn, dann mit einem DDR-Verantwortlichen zu sprechen, der in einer Übergangssituation stand. Eine Abstimmung mit den Füßen, doch keine Republikflucht mehr. Ein Volk erzwingt sich Freizügigkeit. Fast 1,5 Millionen wechseln an diesem Tag die Seite, besuchsweise. Über diese friedlich entspannte Stimmung telefoniert mittags Kohl mit Gorbatschow. Erleichtert notiert Teltschik über die Reaktion aus Moskau: Keine Drohung, keine Warnung, nur die Bitte, Umsicht walten zu lassen. Ein persönliches Vertrauensverhältnis zahlt sich aus. Der Helmut Kohl und der Michael Gorbatschow sind um ein Jahr auseinander, aber beide haben eine ganz klare Erkenntnis vom Krieg gehabt. Ich vom Bombenkrieg, mein Vater war noch Soldat, und als er zurückkam, ist mein Bruder in den Krieg gegangen, ist noch am Ende des Krieges mit 19 Jahren gefallen. Ich weiß sehr genau, wenn wir über dieses Thema Gorbatschow und ich sprachen, und er hat erzählt, wie sein Vater Soldat war, sein Onkel gefallen ist, und sein Vater schwer verwundet wurde und eigentlich als ein angeschlagener Mann aus dem Krieg zurückkam. Also die Folgen des Krieges hat er ganz persönlich in der eigenen Familie erlebt. Und wenn solche Leute zusammenkommen, die reden ja dann nicht nur von der amtlichen Tagesordnung, sie bringen ja mit sich im Rucksack sozusagen ihr eigenes Leben. Und wenn man sein eigenes Leben so erlebt hat, muss man über bestimmte Vorkommnisse sich nicht verständigen. Und das war, ich glaube, in dieser Frage von einer ganz großen Bedeutung. Ich denke, dass sich auch Kanzler Kohl vor einer Destabilisierung fürchtete. Er befürchtete, dass alles umkippen könnte. Und nicht genug damit. Es würde
angesichts der massiven Präsenz von Streitkräften alles ins Rutschen kommen, bei einem Eingreifen sowohl der NATO als auch der Sowjetunion in den betreffenden Gebieten. All das konnte uns in eine Entwicklung hineinziehen, wo man sich hätte verirren können. Aber der entscheidende Punkt war, in der entscheidenden Stunde hat Michail Gorbatschow uns und damit auch mir geglaubt. Und deshalb der berühmte Satz von Helmut Kohl, der ja seine Erleichterung Ausdruck gab, der pfälzische Spruch, die Bär ist geschält. Die Birne ist geschält, das ist ein Wort, das ich häufig gebrauche. Das kommt aus meiner pfälzischen Umgebung. Das heißt, die Sache ist gelaufen, anders ausgedrückt. Entwarnung im Verteidigungsministerium. Das Brandenburger Tor ist nicht mehr in Gefahr. Kurz danach klingelte das Telefon, ich musste mich beim Minister melden. Der Minister sagte sinngemäß zu mir, du kennst die Lageentwicklung in Berlin an der Grenze. Ich habe mit Egon Krenz Rücksprache geführt. Wir sind zu der Schlussfolgerung gekommen, dass wir aufgrund der Lageentwicklung die erhöhte Gefechtsbereitschaft für die 1. Mutschützendivision und das Luftsturmregiment 40 abblasen können. 11.11. Samstag. Schnellausbildung an der MP vorgezogen für den eventuellen Ernstfall. Mittagsalarm abgeblasen, ein Glück.